Einen schönen guten Morgen. Sie sehen und hören den ING Markets Morning Call heute am Mittwoch, dem 6. Mai 2015. Was war das für ein turbulenter Dienstag, den wir gestern erlebt hatten? Eine Handelsspanne von mehr als 400 Punkten im deutschen Aktienindex. Anfangs, da arbeitete sich der Index noch an den Widerständen. Wir schauen auf den Chart, an den Widerständen von 11.620 bzw. 11.675 Punkten ab. Wir hatten mehrfach auf diese wichtige Zone hingewiesen, die sich als entscheidende Hürde für den Index in diesen Tagen darstellen kann. Anfangs sah es auch ganz danach aus, als kommt es zu diesem harten Gefecht. Allerdings zog der Index am späten Vormittag dann auf einmal bis 11.751 Punkte nach oben. Das war die große Chance, diese Hürde hinter sich zu lassen. Sie endete allerdings in einer Niederlage auf ganzer Linie. Das hatte nichts mit den Quartalszahlen zu tun, die gestern von Adidas, Infineon und der Lufthansa vorgelegt wurden. Die waren nämlich durchaus solide und bewegten sich zum Teil sogar über den Erwartungen der Analysten. Gründe dafür, für den folgenden Einbruch, der den DAX zur Schlussglocke auf 11.328 Punkte führte, das Tagestief lag sogar bei 11.323 Punkte, die waren auf anderen Gebieten zu finden. Zum Beispiel beim Euro-US-Dollar, der zog nämlich um mehr als 1% im Handelsverlauf an. Vom Tagestief bei 1.106 ging es nach oben bis fast 1,12. Ein weiterer Grund, der Ölpreis, der notierte nämlich mit 68 US-Dollar 40 so hoch wie seit fast 5 Monaten nicht mehr. Grund für den Anstieg nennen wir Ihnen noch im Folgenden, auch der Brent Future ist heute noch unser Thema. Ein weiterer Grund war am Rentenmarkt zu finden. Der Bund Future, nachdem er die 160 erreicht hatte, drehte er vor ungefähr 2,5 Wochen auf einmal um und fällt seitdem wie ein Stein vom Himmel. Um 155 notierte er gestern, das zum vorherigen Hoch ergibt ein Minus von 3,6% innerhalb von rund anderthalb Wochen, was für den Rentenmarkt doch eine beachtliche Dynamik ist, da es sich sonst eher gemächlich bewegt, zumindest der Eurobond Future. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe stieg dadurch erstmals wieder über 0,5%. Und das, obwohl die EZB ihr Anleihekaufprogramm fortführt. Die Stimmung am Markt mit so einem Handelsverlauf natürlich erst einmal im Keller. Am Anfang die Hoffnung darauf, dass es wieder aufwärts gehen kann, dann allerdings den Anlegern den Boden unter den Füßen weggezogen und eine entsprechend unsanft war dann die Landung bei 11.328 Punkten. Dadurch unterschritt der Index nämlich noch das Tief vom Donnerstag der vergangenen Woche bei 11.331 Punkten. Das hatte sich bislang noch nicht als wirkliche Unterstützung gezeigt und könnte auch in diesem Fall eben nicht als solche in Erscheinung treten, wodurch weitaus tiefere Marken um die 11.000 Punkte oder um die 10.553 Punkte in Erscheinung treten können. So beweist sich doch wieder die alte Börsenbinsenweisheit Sell in May, die dieses Jahr allerdings schon ab Mitte April eingetreten war, möglicherweise als zutreffend, denn wir sehen jetzt den Chart auf Stundenbasis. Seit dem Hoch bei 12.391 Punkten fanden sich keine weiteren Zukäufer mehr. Danach, seitdem geht es übergeordnet bergab, einmal in zwei Wellen, die erste Welle so bis zum 17. April, dann stabilisierte sich der Index bis Ende April in einer Seitwärtsbewegung, um seit Ende April dann wieder nach unten zu tendieren. Momentan auch ein mögliches Szenario ist die wiederum folgende Seitwärtsbewegung, die sich dann zwischen 11.331 und 11.675 Punkten plus und minus ein paar Punkte abspielen könnte. Nicht von den Marktvorgaben lösen konnte sich somit die Aktie von Adidas und schloss ebenfalls mit mehr als 2% im Minus, obwohl die Quartalszahlen eigentlich Anlass zur Hoffnung gegeben hatten. Da ging es nämlich für den Umsatz des Sportartikelherstellers, dem zweitgrößten der Welt, um 17% nach oben. Währungsbereinigt waren es immerhin noch 9%, indem die Geschäfte anstiegen. Das Betriebsergebnis steigerte sich um 12%, abzüglich von Abschreibungen, die das Unternehmen im ersten Quartal vornehmen musste, blieben sogar 18% unter dem Strich übrig. Und das alles, nachdem das Jahr 2014 alles andere als gut für die Herzogenauracher verlaufen war. Zugute kam dem Unternehmen unter anderem der schwächere Euro. Dadurch
florierten die Geschäfte ein wenig mehr. Auch die Erholung des russischen Rubels, immerhin neben den USA und China einer der wichtigsten Märkte für Adidas, sorgte in Russland für steigende Geschäfte. Charttechnisch sieht auch alles eigentlich ganz in Ordnung aus. Seit Anfang 2015 befindet sich die Aktie von Adidas in einem Aufwärtstrend. Innerhalb dieses Aufwärtstrends allerdings seit Ende März in einer Seitwärtsbewegung, die zwischen 72 Euro, hier haben wir die Unterstützungen bei 72,22 eingezeichnet, und 78 Euro zur Seite verläuft. Gestern das Hoch bei 78,05 Euro. Damit wurde die Widerstandszone um 80 Euro, die den Aufwärtstrend zunächst einmal ausbremsen kann, noch nicht erreicht. Ein Versuch, sich hier gegen den Markt zu stemmen, wies die Aktie von Adidas ja auch nahezu im gesamten Jahr 2014 allerdings in umgekehrter Reihenfolge gemacht hat, als der Markt nach zumindest das Ende hin nach oben ging, die Aktie von Adidas durchgehend nach unten tendierte, ist durchaus denkbar angesichts der wieder positiven Aussichten für das Unternehmen. Zu beachten sind diese Widerstände bei 80 Euro. Sollten diese dann überwunden werden und sich der Aufwärtstrend somit einer Hürde entledigen, könnte auch einmal an eine Long-Position auf die Aktie von Adidas gedacht werden. Nach unten gilt es, die Unterstützungen um 72 Euro zu beachten. Werden diese unterschritten, könnte auch in dieser Richtung aktiv eingestiegen werden. Solange sich die Aktie allerdings in der Seitwärtsbewegung hält, zwischen 72 und 78 bzw. 80 Euro, gilt es hier vorerst noch einmal abzuwarten. Wie eingangs schon erwähnt, der Brand Future ist heute auch eins unserer drei Themen, die wir im Morning Call behandeln. Seit Anfang des Jahres geht es leicht wieder aufwärts für den Ölpreis der Sorte Brent Crude. Seit Anfang April innerhalb dieser Aufwärtsbewegung dann eine starke Dynamik nach oben, welche den Ölpreis zuletzt auch über die vorherigen Hochs bei 64 US-Dollar 63 brachte. Gründe waren dafür vor allem auf der fundamentalen Seite zu finden. Gründe für den Anstieg von gestern gab es durch den saudi-arabischen Beschluss für Kunden in den USA und Nordwesteuropa einen höheren Preis durchzusetzen. Ebenso wurde in Libyen aufgrund von Protesten der für den Ölexport des Landes wichtige Hafen in Suaidina geschlossen, was sich entsprechend auf den Ölpreis in steigenden Notierungen auswirkte. Vor einer Woche hatten wir schon einmal die Lagerdaten aus den USA bekommen. Die stiegen zwar weiter an, allerdings nicht so stark wie erwartet, da sich die Ölbohrungen auf ein 4,5-Jahrestief verringert hatten. Hält diese Tendenz an, heute gibt es weitere Rohölbestandsdaten aus den USA, hält diese Tendenz an, kann sich das durchaus in einem weiteren Schub auf den Ölpreis niederwirken. Die nächste Hürde bzw. das erste Kursziel für ansteigende Notierungen befindet sich um 71 bis 72 US-Dollar. Dort begegnen sich dann zum einen die kurzfristig dynamische Aufwärtsbewegung, zum anderen der mittelfristig etwas flacher verlaufende Aufwärtstrend und ein horizontaler Widerstand, den wir bei 71 US-Dollar 57 eingezeichnet haben. Allerdings gilt es nicht mehr den vorherigen Widerstand, den wir nun auf Seiten der Unterstützungen finden, bei 64 US-Dollar 63 zu unterschreiten. Muss der Ölpreis wieder darunter notieren, würde sich die Seitwärtsbewegung der letzten Monate, vor allem zwischen Februar und April, zwischen 54 US-Dollar und 64 US-Dollar fortsetzen und der aktuelle Ausbruch als ein Fehlausbruch interpretiert werden müssen. Der Börsenheld läuft weiterhin, die Wertungsphase hat begonnen. Steigen Sie ein, spielen Sie mit, testen Sie Ihre Strategien, schauen Sie, wie sich Ihre Handelsideen beispielsweise auf die Aktie von Adidas oder auf den Ölpreis umsetzen lassen und welche fiktive Rendite Sie dadurch erzielen, um beim nächsten Mal mit realer Rendite umso erfolgreicher zu sein. Der Börsenheld von ING Markets in Zusammenarbeit mit Finanzen.net läuft seit dem 20. April. Sie können auch jetzt noch einsteigen und mitspielen. Wir hören uns am Vormittag, wenn Sie möchten, wieder zum Chartflash, eine aktuelle Analyse zum Marktgeschehen. Ansonsten wieder morgen Vormittag um die gleiche Zeit zum ING Markets Morning Call. Denn das war die Ausgabe für heute am Mittwoch, dem 6. Mai 2015. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Wochenmitte und verabschiede mich bis hoffentlich morgen.